Hört, hört, Freunde des Spielens auf neuzeitlicher Maschinerie! Es ist uns angetragen worden, dass im Jahre des Herrn 2023 die Schmieden der Spielehandwerker glühen. Und sie werden euch eine Fülle an mittelalterlichem Spiel und Spaß auf den Marktplätzen feilbieten, die kaum zu überschauen ist. Doch verzaget nicht, denn wir mögen euch eine Liste bereitstellen, die all eurem Suchen und Verzagen ein Ende bereiten wird. So setzet euch hernieder, leget euer Schwert ab und lauschet, wenn wir euch von kommenden Abenteuern und Geschichten verkünden. Und damit ihr da auch einen besseren Überblick habt, gliedern wir das Video in zwei Teile. Alle, die es lieber realistisch haben, finden die historisch korrekteren Spiele am Anfang der Liste. Sobald wir anfangen, von Hexen, Zauberei und magischen Krähen zu sprechen, dreht sich der Rest unserer Aufzählung um mittelalterliche Fantasy. Aber genug Vorgeplänkel, Hussa und auf ins Getümmel! In Going Medieval gehört ihr zu den wenigen Menschen, die nicht an der Pest gestorben sind und müsst nun das Land neu besiedeln. Seit 2021 befindet sich die mittelalterliche Städtebau-Sim im Early Access und macht seitdem große Sprünge nach vorn. Neben Burgen- und Häuserbau findet ihr Händler im Spiel, mehrere Fraktionen, es gibt kriegerische Auseinandersetzungen und eure Dorfbewohner wollen bei Laune gehalten werden. Eure Untergebenen sind aber keine gesichtslosen Arbeiterdrohnen, sondern bringen ihre eigenen Geschichten mit und formen euer Vermächtnis, das von ritterlichem Heldenmut geprägt sein kann oder von barbarischer Zerstörungswut zeugt. Mit Manorlords wartet die Städtebausim eines kleinen Indie-Entwicklerteams auf euch, in der eure Dörfer nahezu organisch wachsen. Der pittoreske Titel lässt euch natürlich aussehende Ortschaften bauen und simuliert den mittelalterlichen Alltag eurer Dorfbewohner, sodass ihr Stunden damit zubringen könnt, ihnen beim Arbeiten und Handwerken zuzuschauen. Doch macht es euch nicht zu gemütlich, denn neben dem komplexen Wirtschaftssystem warten taktische Echtzeitkämpfe auf euch, mit denen ihr eure liebevoll errichteten Ortschaften verteidigen müsst. No one plans for ruin. Thrive, Heavy Lies the Crown, soll dieses Jahr in die Early Access Phase starten und legt das Schicksal eines eigenen Reiches in eure Hand. Während ihr eine Stadt aus dem Boden stampft, müsst ihr Entscheidungen treffen, die euch zum großzügigen Herrscher oder zum tyrannischen Oberhaupt machen. Der Titel lässt euch allein spielen oder mit bis zu drei Freunden im Koop. Neben Ressourcenmanagement, Handel und Kriegsführung seht ihr euch auch mit einer mysteriösen Macht konfrontiert, dem Wailgrim. Sie kann euch gewogen sein oder Zerstörung und Unheil über euch und euer Volk bringen. In King's Dilemma werdet ihr vor viele schwierige Entscheidungen gestellt. Im storygetriebenen Rollenspiel geht es um politische Entscheidungen, die keinem König leicht fallen dürften. Zumal ihr euch mit einem Rat herumschlagen müsst, in dem jedes Mitglied eigene Ziele verfolgt. Jede Entscheidung hat Auswirkungen. Außerdem verwaltet ihr die Ressourcen eures Königreichs. Nebenbei lauert ein prophezeites Unheil im Hintergrund, das euch zu einem finalen Kampf fordern wird, der sich nur mit der richtigen Vorbereitung gewinnen lässt. Die Siedler Neue Allianzen ist der neue Teil der geschichtsträchtigen Reihe, in der Aufbauspiele und strategische Echtzeitschlachten zusammenkommen, wo sich viele noch auf ein Zurück zu den Wurzeln freuten. Als man 2019 die ersten Inhalte zu Gesicht bekam, nahm der Titel seitdem eine Kehrtwende. Der Look hat sich zwar nicht geändert, aber die zuvor komplexen Mechaniken wurden runtergeschraubt. Und jetzt präsentiert sich das Reboot der Reihe als recht simple Unterhaltung. Seitdem versprechen die Entwickler aufgrund von negativem Feedback zwar wieder Besserung, die muss sich ab Release aber erstmal beweisen. Neben weiteren Modi wird das Kernstück wohl die Kampagne darstellen, in der ihr mehr über die drei spielbaren Fraktionen lernt. Die sind inspiriert von asiatischen Völkern, dem mitteleuropäischen Raum und den Wikingern. Bereits jetzt könnt ihr die Demo zu Siege Up spielen und euch im Polygon-Look ins Mittelalter stürzen. Basenbau, Echtzeitschlachten, Forschung, Ressourcenmanagement, ihr erhaltet das ganze Städtebausim-Paket. Auf privaten oder offiziellen Servern könnt ihr euch im Multiplayer ins Getümmel stürzen. Daneben gibt's eine storylastige Kampagne und wenn euch das alles nicht reicht, könnt ihr auch selbst Level bauen. Das Spiel soll im März released werden, der Entwickler verspricht aber, dass es auch nach Veröffentlichung weitere Updates geben wird. Norland kommt ebenfalls mit einer simplen Grafik aus, scheut aber nicht vor brutalen Darstellungen zurück. Als Oberhaupt einer Adelsfamilie und Lehensherr baut ihr eure Siedlung auf und aus, während ihr eure Verwandten im Zaum halten müsst. Intrigen, Mord, Totschlag, Aufstände und Krankheiten machen euch oft einen Strich durch die Rechnung.
An Vorbilder wie Crusader Kings denkt man zwar nicht als erstes, wenn man sich die Trailer von Norland anschaut, aber genau in diese Simulationskerbe schlägt der Mittelalter-Spaß und gibt euch die Mittel an die Hand, eure ganz eigene Geschichte zu erleben. Renown ist ein Multiplayer-Online-Survival-Spiel, das an ein mittelalterliches Rust erinnert. Survival, Crafting, Burgenbau und Belagerungen werden Teil des Spiels sein, der Kern des Titels ist aber der mittelalterliche Kampf. Ähnlich wie in anderen Kampfsystemen schlagt und blockt ihr in verschiedene Richtungen. Renown geht aber noch einen Schritt weiter. Schwingt ihr eure Waffe und dreht euch dabei, könnt ihr Einfluss darauf nehmen, wann ihr euren Gegner trefft und so dessen Timing für einen Block aushebeln. Die komplexe Mittelalter-Sandbox wird 2023 wohl zunächst in den Early Access starten, um Spielerfeedback zu sammeln, bevor der Titel fertiggestellt wird. Zugegeben, einen Wikinger zu spielen, der sich in England breit macht und anderen Jarls die Festung niederbrennt, ist keine wirklich neue Idee. Aber in Sons of Valhalla wirkt das in beschaulicher 2D-Sidescroller-Optik doch sehr charmant. Die Welt des mittelalterlichen Britanniens ist mit Wetter- und Tag-Nacht-Wechsel eigentlich sogar zu schön, um nicht ein paar Feuer zu legen und der Liebe seines Lebens hinterherzurennen. Genau das ist eure Aufgabe in diesem strategischen Rollenspiel, das Basenbau mit Raubzügen und Langbootsegeln auf beschauliche Art und Weise kombiniert. Psst, have you heard about the Living Ink? Das Warten hat ein Ende. Noch in diesem Winter soll Inculinati aus einem Early Access Dornröschenschlaf erwachen. Die kreative Spielidee wurde inspiriert von mittelalterlichen Manuskripten, in denen sich Hasen und Hunde um die Vorherrschaft einer Burg bekriegen. Ihr schaltet im Verlauf der selbstironischen Erzählung eine Fülle von animalischen Soldaten frei, mit denen ihr dann in die Schlacht zieht. In der Einzelspielerkampagne oder gegen eure Freunde im lokalen Koop. Blight Survival hat noch keinen Ankündigungstermin, ein Release 2023 ist aber nicht ganz ausgeschlossen. In diesem blutigen Action-Horror-Roguelite geht ihr Zombies an den Kragen. In mittelalterlicher Rüstung mit Schwert und auch mal mit dem Bogen. Neben hungrigen Untoten lasst ihr aber auch die Überlebenden feindlicher Fraktionen eure Klinge schmecken, während ihr euren eigenen Pfad beschreitet. Im Vierspieler-Koop entscheidet ihr einen Krieg für euch, erkundet die Welt, plündert und brandschatzt, ganz wie es euch beliebt. Bagdad soll um das 9. Jahrhundert rum sehr schön gewesen sein. Bald habt ihr die Möglichkeit, euch in Assassin's Creed Mirage selbst ins orientalische Mittelalter zu stürzen. In der Rolle von Basim, bekannt aus Assassin's Creed Valhalla, schließt ihr euch den Assassinen an. Das Action-Adventure soll in die Fußstapfen der ersten Teile der bekannten Ubisoft-Reihe treten und eine Hommage an den Beginn von Assassin's Creed sein. In groß angelegten Scharmützeln schlagt ihr euch in 16 gegen 16 Schlachten in bester Mittelaltermanier die Helme ein, wenn Warhaven aller Voraussicht nach 2023 das Licht der Welt erblickt. In insgesamt 6 verschiedenen Klassen prügelt ihr in Third-Person-Perspektive aufeinander ein, wobei der taktische Aspekt nicht zu kurz kommen soll. Das fängt im direkten Nahkampf an, wo ihr etwa die Richtung der Schläge bestimmt. Es geht aber auch in den größeren Maßstab über, wo es Belagerungsgeräte, Kanonen und Ballisten zu bedienen gilt. Historisch korrekt ist das Ganze aber bei weitem nicht. Magie spielt im Kampf eine Rolle und stellt ihr euch gut an, könnt ihr euch in einen sogenannten Unsterblichen verwandeln, der das Feld dominiert. Warhaven war bereits in der Open Beta spielbar und soll zu Release als Free-to-Play-Titel verfügbar sein. Die gleiche Spielidee hatten wohl auch Toylogic, die mit Warlander ebenfalls ein online-basiertes Third-Person-Spiel rausbringen. Große Schlachtfelder, verschiedene Klassen, Magie und Belagerungsmaschinen sind Teil des Kampfgetümmels. Dazu gesellen sich Setting-untypisch mittelalterlich anmutende Geschütztürme und steuerbare Roboter, die ihren ganz eigenen Charme versprühen, wenn sie auf die Mauern der gegnerischen Burg zumarschieren. Es gibt 2 Modi, in denen entweder 2 oder 5 Teams gegeneinander antreten und mit jeweils 20 Mann das Schlachtfeld zum Beben bringen. Dabei ist taktisches Vorgehen gefragt, denn die Reparatur von Belagerungsmaschinen und das Vordringen hinter die feindlichen Linien ist leichter, wenn man sich abspricht. In Dark und Darker ist die Dunkelheit euer Freund, in der ihr euch verstecken könnt, wenn euch der Trubel dieses PvPvE Dungeon Crawlers mal zu viel wird. In mittelalterlicher Fantasy-Manier schlagt ihr euch in Gruppen zu 3 Leuten durch monstergefüllte Verliese auf der Suche nach Reichtümern. Am Ende gilt es natürlich, mit der Beute zu entkommen. Dabei habt ihr die Wahl aus mehreren Klassen wie gepanzerten Rittern, Armbrustschützen oder auch Zauberern und unterschiedliche Waffenarten, deren Handhabung es zu meistern gilt. Have passed
since Christ broke the cross they nailed him to. Basierend auf den Fantasy-Romanen von Jacek Pikara kommt Ende 2023 das Action-Adventure I, the Inquisitor raus. In einer alternativen Welt ist Jesus nicht erst am dritten Tage auferstanden, sondern hat sich noch bei seiner Kreuzigung zum tyrannischen Rache-Messias aufgeschwungen und alle Ungläubigen seinen Zorn spüren lassen. 1500 Jahre später streift ihr als Inquisitor durch eine düstere Welt, deckt Geheimnisse auf, bestraft Sünder und kämpft gegen ein uraltes Übel. Und düster geht's weiter. Das Remake von Lords of the Fallen will einiges anders machen als das mittelmäßig bewertete Original aus 2014. Der Souls-like-Titel wird eine 5-mal so große Karte haben wie das Original. Es gibt eine Charaktererstellung und im Unterschied zu früher habt ihr sogar die Möglichkeit, euch im Koop durch das düstere und surreale Mittelalter-Setting zu schlagen. Die Schrecken, die euch dabei über den Weg laufen, sowie die gesamte Welt, sehen hübscher aus als im 8 Jahre alten Lords of the Fallen. Das Metroidvania Crowsworn erinnert mit seiner Optik stark an Hollow Knight, nutzt die gleiche Engine und hat auch sonst ähnliche Mechaniken. Dazu gehört das Schwingen einer Haupt- und Nebenwaffe. Viele Gemeinsamkeiten erklären sich beim Kickstarter-Projekt aber auch dadurch, dass es sich um Genre-Standards handelt, die in fast allen Metroidvanias zu finden sind. Der Protagonist trägt eine Pestmaske und schlägt sich durch Dungeons voller Gefahren, während ihr versucht, den Fluch zu brechen, der die Spielwelt befallen hat. Endlich ein Spiel für die ganzen Gedichtfans unter den Gamern. In Verses of Enchantment tragt ihr nicht ganz so blutige Schlachten gegen Zauberer mit Hilfe von lyrischen Versen aus. In diesem gewöhnungsbedürftigen Setting sammelt ihr außerdem Karten, die mit euren Gedichten Synergien bilden. Bei dem mittelalterlichen Fantasy-Titel handelt es sich um ein Deckbuilding-Spiel, bereist die Welt, trefft andere Zauberer und siegt mit magischen Worten. Neben Fans von Poesie kommen auch Märchenenthusiasten 2023 in Howl auf ihre Kosten. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel, das Märchen, lebendige Wasserfarbe und blutige Kämpfe vereint und bei dem ihr dem bösen Wolf so richtig einheizen könnt. Als tauber Held nehmt ihr es mit einem Fluch auf, der alle, die ihn hören können, in furchtbare Monster verwandelt. Mit Armbrust und magischen Fähigkeiten bewaffnet, plant ihr in Howl bis zu 6 Schritte voraus und müsst mit euren Mini-Prophezeiungen die Welt von einer dunklen Bedrohung befreien. Ob wir 2023 mit dem Gothic 1 Remake rechnen können, ist fraglich. Immerhin gab es lange kein Lebenszeichen von THQ Nordic, die sich als Publisher um die Neuauflage des Rollenspielklassikers kümmern. Aber nichts ist unmöglich und das Jahr ist ja erst in den Startlöchern. Deswegen soll Gothic in dieser Liste eine Erwähnung finden. Immerhin handelt es sich um ein Remake eines Titels, der das Rollenspielgenre geradezu revolutioniert hat. Bereits 22 Jahre ist es her, als der erste Gothic-Teil mit Open World, toller Inszenierung und packender Atmosphäre eine Fanbase aufbaute, die auch heute noch in Nostalgie verfällt. Mit Rücksicht auf das Original soll das Remake all die beliebten Features des Originals liefern, allerdings mit modernisiertem Kampfsystem. Dass Baldur's Gate 3 dieses Jahr endlich aus dem Early Access kommt, freut Rollenspiel- und Mittelalter-Fans zugleich. Basierend auf der Welt von Dungeons & Dragons habt ihr den Verlauf eures Abenteuers komplett selbst in der Hand. In den vergessenen Reichen ist alles möglich, ganz gleich, ob ihr euch an klassisch mittelalterliche Ausrüstung und Kampfweisen halten wollt oder doch lieber mit Zaubern um euch schmeißt. Und wenn ihr lieber die Laute in die Hand nehmt, ist das auch in Ordnung. Das könnt ihr allein tun oder im Multiplayer mit bis zu 3 weiteren Mitspielern. Ravenbound kombiniert roguelike Deckbuilding-Mechaniken mit Open World und schnellen skillbasierten Kämpfen, die an Action-Adventures erinnern. Ihr stellt euch als magischer Krieger verschiedenen Gegnern, die von skandinavischen Sagen inspiriert wurden. Ihr sollt die Prophezeiung des Raben erfüllen, der in euch schlummert und in dessen Gestalt ihr über die Karte fliegen könnt. Scheitert ihr, geht der Rabe an einen neuen Helden, mit dem ihr es erneut versuchen könnt. Mit Deckbuilding-Mechaniken bestimmt ihr eure Ausrüstung und erhaltet auf diesem Weg bessere Werte. Mit jedem Lauf wird die Auswahl größer. So könnt ihr Synergien bilden, die euch schließlich helfen, eure Bestimmung zu erfüllen. Im Zuge von mittelalterlichen Fantasy-Welten muss natürlich auch Forspoken Erwähnung finden. Ihr werdet als Protagonistin Frey von New York City in eine Welt von vor 1000 Jahren geschleudert, die von einer dunklen Macht beherrscht wird. Als Auserwählte gilt es, den Weg nach Hause zu finden und nebenbei die sogenannte Korruption aufzuhalten, die anscheinend zwischen euch und eurem Ziel liegt.
Mit mächtigen Zaubern bewaffnet, rennt, springt und gleitet ihr durch ausgedehnte Landschaften und Burgruinen, erkundet Dörfer und helft einer Welt, die ansonsten wohl dem Untergang geweiht wäre. Du hast den ersten Stein geworfen. Witchfire ist gegen Ende des Mittelalters angesiedelt und mischt Fantasy, Hexen und Dämonen austreibende Knarren. In dem Ego-Shooter weiß die katholische Kirche nicht mehr weiter und stattet willige Sünder mit heidnischer Magie aus, um gegen die böse Oberhexe zu bestehen. Und genau da kommt ihr ins Spiel. In schnellen Kämpfen macht ihr untoten Kreaturen den Gar aus. Dabei greift ihr auf ein ausgedehntes Waffenarsenal zurück, ergänzt durch magische Feuerbälle und heilige Symbolik. Die schnelle Bewegungssteuerung bringt euch stets einen Schritt näher ans Ziel. Wer langsam macht, hat zusätzlich die Chance, atemberaubende Landschaften voller Ruinen und verlassene Burgen zu bestaunen. Witchfire soll 2023 zunächst im Early Access exklusiv im Epic Store erscheinen. Zum richtigen Release wird es den Ego-Shooter wohl auch auf Steam und für Konsolen geben. A thoughtful mage obsessed with dreams. But long ago, he had a different name. Die Geschichte von Dragon Age Dreadwolf dreht sich um den magisch bewanderten Elfen Solas, den Fans der Reihe aus den Vorgängern schon kennen. Im neuen Teil der Reihe wird Solas voraussichtlich unter anderem Namen die Rolle des Antagonisten einnehmen. In der Welt von Dragon Age spielt aber nicht nur Magie eine Rolle, man kann sich auch als Krieger oder Schurke durchschlagen und mit einer eigens zusammengestellten Gruppe die Lande durchstreifen, die im Vorgänger von mittelalterlich anmutenden Bauten dominiert wurde. Ob Dreadwolf tatsächlich dieses Jahr erscheint, ist noch nicht bestätigt. Ein Release gegen Ende 2023 ist aber im Bereich des Möglichen. Mehr Fantasy als Mittelalter bekommt ihr in Immortals of Aveum, das im Rahmen der letzten Game Awards angekündigt wurde. Im ersten Trailer sehen wir viele magische Elemente, Explosionen und Chaos. Wenn man das alles wegnimmt, bleiben noch eine Burg und riesige Statuen im Hintergrund der Kulisse. Der First-Person-Magie-Shooter soll 2023 erscheinen und verbindet magische Action mit mittelalterlicher Kulisse. Ebenfalls bei den letzten Game Awards angekündigt wurde der Release von Final Fantasy 16. Die Reihe ist bekannt dafür, in verschiedenen Zeitepochen und Settings zu spielen. Diesmal verschlägt es euch in eine mittelalterliche Fantasy-Welt namens Valistea, in der mehrere Reiche um die Macht kämpfen. Das Land ist nicht nur durch den Krieg gespalten, sondern auch von einer dunklen Macht besessen und korrumpiert. Mit Plattenpanzer und mittelalterlichen Nahkampfwaffen macht ihr euch auf, gewaltige Kreaturen zu bekämpfen und euer Schicksal zu erfüllen. Natürlich umfasst unsere Liste nicht alle Spiele, die euch 2023 ins Mittelalter entführen, denn dafür gibt's einfach viel zu viele Burgenfans in der Spieleentwicklerzunft. Wenn euch neben den großen Highlights und einigen von uns genannten Indie-Perlen noch ein Titel fehlt, der eurer Meinung nach unbedingt auf die Liste gehört, dann schreibt ihn doch einfach gerne in die Kommentare.